Hallo liebe Fabila Gaming Zuschauer, hier ist Fabian und heute möchte ich euch den aktuellen Spitzenreiter der iOS Gratis Charts vorstellen. Es handelt sich eigentlich nicht um ein Spiel, aber ich dachte mir, Platz 1 der Charts reicht, um die App wenigstens einmal kurz vorzustellen. Es handelt sich um Hooked Chat-Geschichten und dabei erlebt man als Nutzer Kurzgeschichten, die in SMS-Form präsentiert werden. Die App kriegt eigentlich recht gute Bewertungen. Das Ganze ist kostenlos herunterladbar. Und wir schauen uns das Ganze jetzt einmal an. Es ist vor Chloes Haus und es beobachtet sie. Ist das eine gruselige Geschichte? Gucken wir mal. Wir lesen mal kurz rein. Der Papa sagt: Bist du in deinem Schlafzimmer? Ja, Papa. Was gibt's? Sagt Chloe. Sind alle Türen im Haus abgeschlossen? Ich weiß nicht. Bist du nicht unten? Nein. Hör mir ganz genau zu. Sieh aus dem Fenster. Ist da ein Mann? Du machst mir Angst. Was ist los? Bitte schau einfach. Oh Gott, Papa, was ist das? Lass ihn nicht aus den Augen, Chloe. Was meinst du mit ihn? Und wenn er dir eine SMS schreibt, antworte nicht, versprich es mir. Was? Warum sollte er mir eine SMS schreiben? Versprich es mir! Na gut, aber wenn du nicht hier bist, woher weißt du dann, dass es da draußen ist? Papa? Darauf kommt es nicht an. Worauf es ankommt, ist, dass du ihn im Auge behältst. Solange du ihn ansiehst, kann er sich nicht bewegen. Das ist ja das Dümmste, was ich je gehört habe. Aber es stimmt. So ein Schwachsinn. Ich gehe in den Schutzraum. Nein. Warum nicht? Der ist nicht sicher. Dann hättest du ihn nicht Schutzraum nennen sollen. Weißt du, wie schwierig es ist, dir zu schreiben und es gleichzeitig zu beobachten? Also hör auf zu schreiben. Beobachte es einfach. Ich bin gerade auf dem Heimweg. Ich verstehe das alles nicht. Ich weiß, tut mir leid. Du musst mir vertrauen. Das tue ich, aber dieses Ding. Ich weiß, Liebling, es ist unheimlich. Nein, es ist. Ich habe eine Sekunde lang weggesehen und jetzt ist es weg. Bist du sicher? Ob ich mir sicher bin, dass mich gerade kein abscheuliches, entsetzliches Monster vom Waldrand aus anstarrt? Ziemlich sicher, Papa. Verdammt nochmal, Chloe. Es ist nicht weg. Es ist im Haus. Kann nicht sein. Ich habe weniger als eine Sekunde lang weggesehen. Ich hätte es über den Hof gehen sehen müssen. Du kennst dieses Ding nicht. Und du schon? Ich erwarte eine Erklärung, Papa, jetzt. Erst, sobald du in Sicherheit bist. Das bin ich. Ich habe alle Türen überprüft. Sie sind abgeschlossen und der Alarm ist an. Also warum, worum geht's bei der ganzen Sache? Und warum hast du mich nicht angerufen? Ich kann nicht anrufen, ich bin im Zug. Es stehen Leute um mich herum. Was spielt das für eine Rolle? Wenn ich in Gefahr bin, ruf mich an. Tut mir leid, ich kann nicht. Dann rufe ich die Polizei an. Das habe ich schon. Wo sind sie? Unterwegs, versprochen. Erinnert mich jetzt irgendwie an die andere Geschichte, ne? War ein bisschen ähnlich. Ich kann das nicht fassen. Bleib einfach ruhig, ich bin bei dir. Das bist du nicht. Und warum hast du mir nicht erzählt, dass du in die Stadt gefahren bist? Was? Warum solltest du sonst in einem Zug sein? Falls du nicht in das Penthouse gefahren bist, um Mama zu sehen? Ich wollte mit ihr über die Scheidung sprechen. Aber sie wollte mich nicht sehen. Oh Gott. Was? Ich habe gerade etwas zuknallen gehört. Eine Tür? Nein, ich glaube, es war... Was? Dieses Ding könnte unmöglich durch den Kamin hereinkommen, oder? Dafür ist es viel zu groß. Ihr seht, hier oben gab es noch, schreibt gerade Person 2. Also es war ein kleiner Fehler in der Geschichte. Das sollte da natürlich nicht stehen. Aber für mich schmälert das den Gesamteindruck eigentlich nur marginal, weil ich glaube, das bleibt einfach nicht aus, wenn es viele Geschichten gibt, dass da mal so kleine Fehler passieren. Dafür ist es viel zu groß, um durch den Kamin zu kommen, oder?
Es kann Dinge tun, die du dir nicht vorstellen kannst. Woher weißt du das? Verschwinde einfach aus dem Haus. Lauf rüber zu den Nachbarn. Das sind 2 Kilometer. Dieses Ding holt mich doch im Handumdrehen ein. Ich kann es kommen hören. Ich gehe in den Schutzraum. Nein, das darfst du nicht. Ich höre dir nicht mehr zu, bis du eine Erklärung rausrückst. Verdammt nochmal, also gut. Deine Schwester wurde aus diesem Raum entführt. Wovon redest du? Du hattest eine Schwester. Was? Bevor du geboren wurdest, dieses Ding kam in unser Haus und entführte sie aus dem Schutzraum. Soll das ein Witz sein? Nein, Chloe, ich meine es todernst. Könntest du jetzt bitte aus diesem Haus verschwinden? Warum? Es ist eine Villa. Es gibt hier 40 Zimmer, viele Verstecke. Ich habe es dir gesagt. Es war schon einmal hier. Es kennt das Haus. Genau wie du, Papa. Und du konntest mich nie finden, wenn wir Verstecken spielten. Darauf wollte ich hinaus. Mein bestes Geheimversteck. Einverstanden, aber verrate mir den Ort nicht. Geh einfach hin. Hä? Warum? Kann es unsere SMS lesen? Ich bin mir nicht sicher. Aber irgendwoher weiß es Dinge. Dinge, die eigentlich niemand wissen sollte. Das konnte es schon immer. Vorher sagtest du, dass es mir vielleicht schreibt. Heißt das, es ist ein Mensch? Es ist nicht menschlich. Aber es lügt und täuscht, wie es nur Menschen können. Es kann unvorstellbar grausam sein. Und es wird jedes Mittel nutzen, um dich zu kriegen. Warum? Das weiß ich nicht. Du scheinst sehr viel über es zu wissen. Nur nicht, warum es deine Kinder will. Ich habe es dir schon gesagt, es ist grausam. Grausamer, als dass du meine Schwester verschwiegen hast? Das ist 15 Jahre her, ein Jahr vor deiner Geburt. Ich kann es nicht fassen, dass Mama mir nie etwas erzählt hat. Es war ihre Idee, das nicht zu tun. Was? Warum? Weil es nicht ihre Tochter war. Ich hatte eine andere Frau, bevor ich deine Mutter heiratete. Chloe? Chloe, geht es dir gut? Wie zum Geier könnte es mir gut gehen? Jedes Wort von dir ist eine Lüge. Niemand hat dich angelogen. Wir haben es dir bloß nie erzählt. Ich habe es satt zu fragen. Warum? Weil meine erste Frau sich umgebracht hat. Dieses Ding hat uns unsere Tochter genommen. Das hat meine Frau in den Wahnsinn getrieben. Also hat sie sich erschossen. Verstehst du? Und ich hätte vielleicht dasselbe getan, wenn es deine Mutter nicht gegeben hätte. Sie hat mich von diesem Albtraum erlöst und sie wollte auch dich davor bewahren. Oh Gott. Ich weiß, es war eine furchtbare Zeit, aber wir haben sie überstanden. Nein, ich meine, oh Gott. Ich glaube, es hat mich vielleicht gefunden. Hör auf zu schreiben.